Herzlich willkommen zu unserem dritten Vortrag der Reihe Was tun zum Verhältnis von Theorie und Praxis. Heute haben wir eingeladen Lars Gradfasel. In dem Vortrag am Dienstag, und ich denke, einige von euch oder viele von euch waren dort auch schon anwesend, ging es um Amerys Kritik am Strukturalismus. Der Kern dieser Kritik ist das Einebnen und Verschwinden des Individuums im Strukturalismus, vor allem bei Foucault. In dieser Kritik von Amery geht es ganz konkret um das leibliche und leitfähige Individuum. Bei Amery maßgeblich bestimmt durch seine Erfahrung als Häftling in den deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen, aus dem Amery 1945 befreit wurde. Das Rekurrieren auf das leidende Individuum ist immer verbunden mit dem Problem der Freiheit. Was bei Amery aus der Erfahrung des Holocaust zu Recht als fundamentale Maßgabe erscheint, nämlich die Freiheit des Individuums und diese zu Recht in das Zentrum von Gesellschaftsanalyse und Kritik zu stellen, zeigt sich im Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse als Dilemma. Während zumindest in den sogenannten westlichen Gesellschaften dem Einzelnen scheinbar eine staatlich und rechtlich garantierte Freiheit gewährt ist, und da haben wir bereits den Widerspruch, findet man in weiten Teilen der Welt Verhältnisse vor, die wohl am wenigsten sich als Freiheit bezeichnen lassen. Treibt man die Analyse weiter, zeigt sich die Aporie der Freiheit in der Ohnmacht des Einzelnen vor den als Objektivität, ja als zweite Natur auftretenden Verhältnissen. Die Gleichzeitigkeit von Freiheit und Unfreiheit entspringt offenbar genau da, wo nach Marx die freie Arbeitskraft, herausgelöst aus den vorkapitalistischen Zwängen von Ständen und Gemeinschaft, erst die subjektlose Herrschaft des Kapitals möglich macht. Der Zwang dieser zweiten Natur erscheint aber oft nur da, wo es in der Gesellschaft an die Substanz geht. Zumeist lässt sich die Haltung der Menschen eher als fröhliches Mitmachen im Schlummer der Geschichte beschreiben. Dieses affirmative Verhältnis zur Ohnmacht thematisiert auch der französische Schriftsteller Alfred Jarry in der Szene der drei freien Männer aus dem Stück König Ubu. Und ich möchte diese Szene ganz kurz vorstellen, weil ich die ganz gut finde zum Thema. Und zwar, vierter Akt, erste Szene, Platz vor dem Gefängnis, die drei freien Männer treten auf. Erster freier Mann zum zweiten. Wohin, Kamerad? Zum Exerzieren wie jeden Morgen? Hoho, ich glaube, du gehorchst. Zweiter freier Mann. Der Korporal hat mir verboten, morgens um diese Zeit zum Exerzieren zu gehen. Ich bin ein freier Mann, also gehe ich jeden Morgen zum Exerzieren. Erster und dritter freier Mann. Und so begegnen wir uns jeden Morgen ganz zufällig zur selben Zeit, um gemeinsam ungehorsam zu sein. Was diese Aporie der Freiheit mit Theorie und Praxis zu tun hat, zu diesen Fragen haben wir Lars Gradfasel eingeladen. Lars Gradfasel ist unter anderem assoziiert in der Hamburger Studienbibliothek und er gehört auch zur Gruppe Lehmann-Lehns. Und er ist Mitautor des Sammelbandes Horror als Alltag. Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Es ist ja ein sehr großes Thema, Freiheit, Autonomie, Subjektivität, was sicherlich nicht erschöpfend heute Abend behandelt werden kann. Ich werde also eher so versuchen, so ein paar Schlaglichter oder kritische Modelle oder so etwas zu werfen und eigentlich ziemlich genau so, wie es eben in der Einleitung schon angeklungen ist, also genau um das geht um das Verhältnis von Freiheit und Unfreiheit und wie beides eben ineinander verschlungen ist unter den herrschenden Verhältnissen. Begriffe wie Freiheit, Autonomie, Selbstverwirklichung, Kreativität und so weiter sind immer Schlagworte, sozusagen sich emanzipatorisch, revolutionär, wie auch immer verstehender Bewegungen gewesen, sind aber gleichzeitig, und das ist vielleicht eine Erfahrung, die sich nach 68 nochmal verstärkt haben, sozusagen rekuperiert worden, wie das bei den Situationisten heißt, zu herrschaftlichen Zwecken. Wenn einem also heute die Rede von Freiheit, Autonomie oder Selbstverwirklichung begegnet, dann eigentlich ziemlich genau in Gestalt von Repression und Unfreiheit, in Gestalt von einer totalen Beschlagnahme der Menschen, die als Ich-AG zum Beispiel auf dem Markt ihr Glück und ihre Bestimmung suchen sollen und dabei eben nicht nur wie früher Arbeiter ihre Muskeln verausgaben, sondern wirklich ihre gesamte Persönlichkeit, ihre Teamfähigkeit, ihre Schlüsselqualifikationen, ihre Emotionen. Weswegen ja heutzutage auch jeder da ein bisschen Erfolg haben will, jedenfalls in den richtigen Berufen, gerade kein angepasster Spießer sein darf, sondern ein totaler Nonkonformist, der mit
da er seinen Job eben als ja gleichzeitig als Hobby pflegt und am liebsten dann in seiner Computerfirma übernachtet und sich nachts die Pizza kommen lässt und sowas alles. Also diese Vorstellung von Freiheit in so einem Begriff wie Ich AG, also wo beides wirklich unmittelbar zusammenkommt, diese Betonung von Ich und ihre gleichzeitige Negation durch AG, wo man also zu sich selber sich verhalten soll wie zu einem Betrieb. Anderes schönes Beispiel ist der Begriff der Autonomie, nachdem sich immer eine gesamte linksradikale Strömung benannt hat in Italien, in der Bundesrepublik, die einem heute aber in Begriffen wie Schulautonomie begegnet, in verschiedenen anderen auch, wobei Schulautonomie dann eben heißt, dass die Schulen ganz frei über Sachen entscheiden können und zwar in der Regel, wie bestimmte Mängel verwaltet werden sollen. Das heißt, kriegt zwar irgendwie deutlich weniger Geld für Lehrerversorgung, aber kann jetzt wenigstens entscheiden, wo das fehlende Geld gespart werden muss. Ein besonders schönes Beispiel gibt es aus dem Land, wo die Berufung auf Freiheit als Freedom und Liberty natürlich besonders stark ist. Aus den USA in dem schönen Büchlein What Went Wrong? The Resistible Rise of the American Right. Wird sozusagen die Rhetorik der republikanischen Rechten seit Ronald Reagan beschrieben, wo es eben auch immer so Buchtitel gibt wie When I Was Young, This Was a Free Country, also als ich noch jung war, vor den demokratischen Reformen der 60er, also der Reform der Demokraten der 60er, war das hier ein freies Land, weil, so die schönen Beispiele, da durfte noch jeder irgendwie seine Blätter verbrennen im Garten, wann er wollte, und man konnte irgendwie mit Sprengkörpern rumhantieren, ohne dass ein Staat dazwischen geht. Und diese Betonung, Freiheit gegen Staat, Freiheit gegen Bürokratie, ist ja sozusagen die Leitideologie eigentlich jeder Reform, nach der es den Menschen schlechter geht, aber sie das gute Gefühl haben, dass kein Staat mehr sie drangsaliert mit ausreichenden Sozialhilfezahlungen und keine Gewerkschaft mit ihrem bürokratischen Apparat dafür sorgt, dass sie Arbeitnehmerrechte durchsetzen können. Vielleicht ein Beispiel, an dem sich diese ganze Problematik von Freiheitsemphase sehr schön zeigen lässt, ist der sogenannte arabische Frühling. Ich erinnere mich an einen Diskussionsbeitrag von Thomas von der Ostensacken, wo von der Ostensacken unter Berufung auf Hannah Arendt erklärte, dass also Großartige an den Revolutionen in Ägypten und Tunesien sei, dass es gerade keine Brotrevolten seien, sondern wirkliche Freiheitsbewegungen, das heißt, sich im politischen Raum tummeln statt im ökonomischen Raum oder eben selber auch betonen würden, uns geht es nicht um Brot, uns geht es um Freiheit. Die Idee dahinter ist natürlich, dass sobald es um Brot geht, um Brotrevolten, ist der Mensch auf seine Kreatürlichkeit reduziert und geht es immer um Mitleid und mit Mitleid lässt sich sozusagen immer das Repressivste durchsetzen, während nur der Raum jenseits vom Ökonomischen, von der Reproduktion des Einzelnen, also der politische Raum, tatsächlich Freiheit eröffnet. Dann kann man ziemlich gut zeigen, was daraus geworden ist. Im Moment gewinnen ja die Islamisten reihenweise die Wahlen. Und das hat natürlich auch damit was zu tun, dass Demokratie in Ländern wie Ägypten und Tunesien, und das gehört ja immerhin noch zu den Schwellenländern und nicht zu den wirklich verelendetsten Gebieten dieser Welt, trotzdem nur Mangelverwaltung heißen kann. Das heißt, zu dem Mangel kommt noch der Zwang dazu, ihn selber verantworten zu müssen. Das heißt, niemand anders zu haben, der sozusagen als Diktator verantwortlich zu machen ist, sondern wir selber müssen uns diesen Mangel als Sachzwang aneignen. Und wenn man unter den Bedingungen dann auch noch sagt, es geht uns nicht um Brot, sondern um Freiheit, bleibt sozusagen naturwüchsig nur noch die Ideologie der Islamisten, der Muslimbrüderschaft übrig, nämlich Ehre statt Luxus und Wohlleben. Suppenküchen statt Paläste für alle. Insofern ist, wenn von Freiheit hierzulande die Rede ist, gerade in diesem Kontext von Reformen, von
Selbstverwaltung, von also Appropriation des Mangels und des Elends als meine eigene Chance. Schnell die Idee nahe, es geht hier um eine Täuschung oder um eine Illusion, dass es nicht die wirkliche Freiheit, sondern nur eine, wie es dann im Bündnis ums Ganze heißt, eine falsche Freiheit. Nur zeigt sich gerade, denke ich, in dieser ganzen Ambivalenz der Berufung auf Freiheit zu herrschaftlichen Zwecken wirklich die Problematik eines von Begriffen wie Freiheit und Autonomie selbst. Und die Problematik besteht darin, dass ich nicht einfach einen wirklichen, echten Freiheitsbegriff gegen einen falschen Freiheitsbegriff stellen kann, sondern eigentlich gerade als Materialist, als Kommunist, als Revolutionär, wie auch immer, der nichts gelten lassen will, nichts Übernatürliches gelten lassen will, kein Gott, keine Seele, wirklich die größten Probleme habe, einen Begriff wie Freiheit, wie Autonomie theoretisch zu fundieren. Weil jede Konzeption von Freiheit ja eine ist von mehr als Natursein und deshalb üblicherweise genau eine übernatürliche Instanz auch braucht. Konkret meint das gerade der Materialismus, gerade revolutionäre Theorie, erklärt das Handeln des Individuums ja gerade nicht aus einfach dessen eigenen Entschlüssen, die er oder sie verwirklicht, sondern aus den Bedingungen, die Geschichte produziert hat, die die Gesellschaft stellt und die wiederum Geschichte und Gesellschaft als Vermittlung des Zwangs Stoffwechsel mit der Natur zu treiben, das heißt als die Form der menschlichen Aneignung von Natur, als Vermittlung des Naturzwangs oder anders aus der Produktion. Produktion aber wiederum ist selber nur ein Begriff, der zu verstehen ist als Produktion von Freiheit von Naturzwang. Ein Begriff wie Geschichte setzt einen qualitativen Wandel voraus, das heißt ein Anderswerden können der Dinge, sonst wäre es eben keine Geschichte, sondern gleichbleibendes Kontinuum. Und erst recht die Revolution, die Vorstellung eines qualitativen Sprungs in ein, wie es bei Marx ja auch heißt, Verein freier Menschen. Die Aporie ist also einerseits, wie kann ich überhaupt einen solchen Begriff theoretisch fundieren? Andererseits, wenn ich sage, okay, es gibt ihn jetzt noch nicht, Freiheit ist etwas Hergestelltes, dann setzt diese Vorstellung einer zukünftigen, erst noch herzustellenden Freiheit der Menschheit voraus, dass eben jetzt schon die Möglichkeit besteht, diese Freiheit herzustellen. Das heißt, dass die Freiheit, die erst hergestellt werden soll, selber schon wiederum einen freien Akt der freien Produzenten voraussetzt. Das ist ohne Begriffe wie Freiheit und Autonomie ihrer ganzen theoretischen Problematik zum Trotz nicht geht, kann man sozusagen am Gegenbeispiel sehr schön zeigen. Die Strömungen, die in der kommunistischen Geschichte sind ja nicht wenige, versucht haben, ohne das auszukommen, die also mit Histomat und Diamat, also historischem Materialismus und dialektischem Materialismus in der Lenin-Stalin-Mao-Tradition wirklich alles auf geschichtliche Bewegungsgesetze reduzieren, die wiederum dann zu einem Überfluss auch noch den natürlichen Bewegungsgesetzen, also der Naturdialektik, wie es dann bei Engels heißt, abgelauscht sein sollen. Gerade diese Erklärung, die wirklich das Handeln von Kommunalpolitikern aus der großen Weltgeschichte ableitet, ging in ihrer Praxis gerade einher mit der größten Willkür, nämlich mit einer Verehrung der großen Individuen, dem Personenkult um Leute wie Lenin, Stalin, Mao, deren große geniale Gabe es ja gewesen sein sollte, diese geschichtlichen Bewegungsgesetze zu verstehen und anzuwenden, und schlägt also sozusagen genau um in einen wirklich urbürgerlichen und nur noch sehr viel dümmeren Geniekult um den großen Einzelnen, der mit seiner stählernen Faust, wie es dann bei Stalin heißt, die Geschichte auf den richtigen Weg zwingt. Das heißt, es ist eine Art von Einheit, von einer unglaublich kontemplativen Schau auf die Weltgeschichte. Sagen, ich gucke, was machen die gesellschaftlichen Bewegungsgesetze, da kann man eh nichts dran tun, irgendwann schlägt es sowieso naturwüchsig in den Kommunismus um. Und andererseits einen total besinnungslosen Aktivismus
wo den entschlossenen und tatkräftigen Führern applaudiert wird, die sich dann, kleine Klammer, auch selber applaudieren. Also wenn ein stalinistischer Führer irgendwie redet, dann applaudieren natürlich die Leute, aber der stalinistische Führer muss auch immer applaudieren, weil ja aus ihm der Weltgeist spricht und nicht die einzelne Person, und er applaudiert dann sozusagen diesem Weltgeist mit. Und auch diese Position, dieses, was sich dann eben dialektischer und historischer Materialismus schimpft, ohne besonders, wie ich es versucht habe darzustellen, materialistisch zu sein, diese Form des Materialismus findet man eben heute auch rekuperiert, angeeignet in bestimmten bürgerlichen Strängen, zuvörderst natürlich der Gehirnforschung, die eben auch sagt, alles, was Menschen so tun, ist sowieso nur die, determiniert dadurch, welche Naturgesetze in ihrem Gehirn ablaufen und welche Bahnen irgendwie Kationen und Anionen haben, um dann eine Synapsenausschüttung zu bewirken. Und mehr ist das sowieso nicht, und irgendwie Vorstellungen, alle weitergehenden Vorstellungen von Freiheit und Autonomie seien eine Illusion, weil ja nicht das Ich denkt und handelt, sondern, was auch immer das heißen soll, das Gehirn. Bemerkenswerterweise geht sozusagen diese Hussee von Freiheits- und Autonomiepropaganda in dieser Form, wie ich sie versucht habe darzustellen, für Selbstverwirklichung in der Arbeit, in der Ich-AG, ganz wunderbar zusammen mit der Hussee von Gehirnforschung und von Leuten, die sagen, dass Vorstellungen von Autonomie, Subjektivität, Selbstbestimmung doch sowieso nur ein großer Tüdelü sein, mit dem man jetzt endlich dank der neuen Computertomographie-Techniken aufräumen kann. Und zumindest das sollte zu denken geben, insoweit, dass ein Begriff wie Freiheit offensichtlich hervorragend mit der Propaganda fürs Gegenteil zusammengehen kann. Eine Propaganda für Freiheit wunderbar mit der Propaganda für Unfreiheit koexistieren. Ich denke, dieses Moment ist gerade in dem, was Karl Marx selber über Freiheit zu sagen hat. Er ist ja nicht in dem Sinne irgendwie ein Philosoph, der sich die großen Fragen der Menschheitsgeschichte nochmal stellt. Aber solche Fragen wie Freiheit tauchen eigentlich immer eher nur in kleinen Abschweifungen auf. Aber gerade dort zeigt sich es eigentlich in ihrer ganzen Komplexion. Einerseits gibt es eben bei Marx immer diese Rede von Charaktermasken. Das heißt, es ist Blödsinn, einzelne Leute und deren Wollen, Motivationen und so weiter für die gesellschaftlichen Verhältnisse verantwortlich zu machen. Weil, wie es eben in der Einleitung zum Kapital heißt, also wenn ich irgendwie die Kapitalisten nicht rosig zeichne, dann ist das bei mir mehr als, dann ist das nie persönlich gemeint, es geht um Charaktermasken. Und ausgerechnet ich, der ich ja irgendwie die Geschichte als Naturgeschichte verstehe, die Kapitalismus naturgeschichtlich erkläre, kann eben nicht sozusagen Individuen verantwortlich machen. Aber diese Sprache von Naturgeschichte, von Charaktermaske ist natürlich nicht rein deskriptiv, sondern immer auch polemisch. Das heißt, polemisch gegen Verhältnisse, die eben wirklich funktionieren, als wären sie von Natur und den Individuen, die sie konstituieren, gar nicht zugänglich. Ebenso polemisch verhält es sich ja auch mit dem in der Einladung heute zitierten Begriff von der doppelten Freiheit des Lohnarbeiters, also wo Marx sehr lapidar über die ganze Freiheitsemphase der Bürger sagt, naja, okay, die findet sozusagen das Kapitalverhältnis braucht halt eben die Freiheit in Gestalt des doppelt freien Lohnarbeiters. Doppelt frei heißt eben einerseits frei, seine Arbeitskraft auf dem Markt an den Meistbietenden zu verkaufen, heißt aber zweitens und als Voraussetzung des ersten frei von Produktionsmitteln sein. Das heißt, nichts zu haben außer die eigene Arbeitskraft und deshalb allein schon, um nicht verhungern zu müssen, gezwungen zu sein, diese zu verkaufen. Meistens wird sozusagen als polemische Pointe nur dieser zweite Teil mitgedacht, wie noch in dem schönen Liedtitel Freedom is just another word for nothing left to lose. Aber die erste Bestimmung ist ebenso unabdingbar,
festzuhalten, dass es eben tatsächlich eine Differenz gibt zwischen Lohnarbeit und Sklaverei. Da zeigt sich auch sehr, dass das eben nicht einfach als Illusion oder Täuschung oder sowas zu verstehen ist, diese Freiheit, weil sie sozusagen ganz praktische materielle Wirkungen hat. Und es gibt ein schönes Zitat von Marx aus den ökonomischen Manuskripten 61-63, wo er sagt, dem Sklaven gegenüber wird diese Arbeit, also des freien Lohnarbeiters, produktiver, weil intensiver und kontinuierlicher, indem der Sklave nur unter dem Antrieb äußerer Furcht, aber nicht für seine Existenz arbeitet, die ihm nicht gehört. Der freie Arbeiter dagegen angetrieben von seinen Wants, also seinen Bedürfnissen. Das Bewusstsein der freien Selbstbestimmung, der Freiheit, macht den einen zu einem viel besseren Arbeiter wie der andere, dito das Gefühl der Responsibility, der Verantwortung, da er wie jeder Warenverkäufer responsibel für die Ware ist, die er liefert, und sie in gewisser Qualität liefern muss, soll er nicht von anderen Warenverkäufern derselben Spezies außer Feld geschlagen werden. Und ich finde, das ist, bringt sozusagen wirklich sehr schön diese ganze Selbstverwirklichungsscheiße von heute auf den Punkt, worum es da geht. Aber eben Freiheit ist eine Produktivkraft des Lohnarbeiters, also tatsächlich ein materialistisch zu bestimmendes Phänomen. Aber man kann noch weitergehen, dass nämlich in diesem Begriff des freien Lohnarbeiters tatsächlich auch ein Verhältnis von Arbeit, Arbeitskraft und Freiheit sich niederschlägt, dessen eine Dimension eben ist, und Marx sagt, dass diese Freiheit von Produktionsmitteln nicht einfach nur etwas Schlechtes und Verkehrtes ist, sondern auch Vorbedingung eines Besseren. Wo Marx also vor allen Dingen in den Grundrissen davon spricht, dass die Auflösung der ursprünglichen Einheit des Arbeiters mit den Arbeitsmitteln, das heißt sozusagen das Verwachsensein mit Grund und Boden in agrarischen Verhältnissen, natürlich eigentlich eine Beleidigung der menschlichen Möglichkeiten ist, und dass die Trennung des Arbeiters die Herauslösung aus dieser ursprünglichen Einheit, die Trennung von Arbeiter und Arbeitsmittel, Voraussetzung ist, dass überhaupt Arbeit dem freien Lohnarbeiter etwas Äußerliches und der Möglichkeit nach Gleichgültiges wird, dass er also nicht mehr über seine produktive Tätigkeit bestimmt wird. Was also unter den herrschenden Verhältnissen seine unmittelbaren Auswirkungen in Not und Elend findet, also eben die Freiheit von Produktionsmitteln als Zwang, seine Arbeitskraft zu verkaufen, ist gleichzeitig der Möglichkeit nach ein Vorschein eben von Freiheit, nämlich genau in dem Sinne einer Freiheit von der Arbeit, von Mühsal und Plackerei, in genau dem Sinne, in dem Marx eben auch im dritten Band des Kapitals davon spricht, dass das Reich der Freiheit immer jenseits des Reiches, erst jenseits des Reiches der Notwendigkeit beginnt. Und die Notwendigkeit ist eben verstanden als Stoffwechselprozess mit der Natur, als deren produktive Aneignung, wo Marx sagt, okay, die kann man sinnvoller, rationeller regeln, aber Voraussetzung für das menschliche Reich, für ein Reich der Freiheit, eben für dessen Ausdehnung, ist sozusagen erste Voraussetzung die Begrenzung, Verringerung des Arbeitstages. Also je weniger Arbeit, je mehr Freiheit. Nur bleibt es, und das ist dann natürlich die materialistische Pointe, nicht bloß bei dieser idealistischen Gegenüberstellung, die es ja auch eben natürlich schon in diversen antiken bis bürgerlichen Konzeptionen gibt, sondern geht wiederum in die geschichtliche Bestimmung der Arbeit selbst ein, des produktiven Verhältnisses zur Natur, ist eben Schlüssel zu dem, was bei Marx dessen scheinbarer Produktivismus ist, wo dann eben immer die MLer auch, also in der Sowjetunion, in der DDR, ihre ganze Arbeitspropaganda, wie toll Schuften ist, mit Marx-Zitaten belegen konnten. Wenn Marx aber eben davon schreibt, dass zum Beispiel die Industrie das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte ist, also der menschlichen Potenzen und Fähigkeiten, dann ja eben nicht in dem Sinne, dass in der Industrie der Mensch so erst wirklich zu sich selber kommt,
erst wenn der Schweiß rinnt, dann ist man wahrhaft Mensch, sondern weil in der Industrie gerade die Fähigkeit angelegt ist, sich aus dem bloß Naturhaften, dem bloßen sein Leben irgendwie fristen müssen, sein Dasein erhalten zu müssen, weil darin die Möglichkeit enthalten ist, sich gerade aus diesem bloß Naturhaften zu lösen, eben mehr sein zu können, mehr zu können als bloß zu überleben. Man könnte diese Bestimmung bis hin wirklich in die Wertbestimmung im Kapital selber verfolgen. Ich deute das jetzt gerade nur mal an. Die Frage ist nämlich, also die meisten Leute wissen ja, dass Marx sagt, okay, Wert ist verausgabte, gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit. Und die Frage ist, warum ist eigentlich nur menschliche Tätigkeit, das heißt Arbeit, das, was Wert und Mehrwert schafft und nicht zum Beispiel das, was so ein Tier, was so ein Ochse zum Beispiel tut. Zumal, wenn man natürlich weiß, dass Arbeit unterm Kapital die Leute nicht selten auf den Status von Ochsen reduziert. Das heißt, dass eigentlich nicht so richtig viel Unterschied ist, ob jemand jetzt sich am Fließband abplackt oder der Ochse unterm Joch irgendwas zieht. Dass also gerade die Reduktion des Menschen auf Kreatürliches, auf sozusagen seine Muskelkraft in der Produktion stattfindet. Oder anders, dass die allermeisten Menschen, die produktive Arbeit leisten, ihr Produkt gerade nicht, wie das bei Marx dann im Kapital heißt, als Spezifikum menschlicher Arbeit, gerade nicht ihr Produkt fertig im Kopf haben, was sie leisten wollen, sondern ganz im Gegenteil nur sehen, was weiß ich, am Fließband gerade immer wieder den gleichen Schritt von irgendeiner Schraube da reindrehen und da ist überhaupt nichts mit Produkt fertig im Kopf. Was aber heißt, dass diese Differenz, die Differenz von tierischer Plackerei und menschlicher Arbeit, auf der eben so etwas wie Wertproduktion beruhen soll, eben nicht zu haben ist auf der Ebene der einzelnen Arbeiten, sondern wirklich auf dieser abstrakt allgemeinen Ebene, nämlich durch Teilhabe dadurch, dass die Arbeit Bestandteil der Gesamtarbeit der Gattung ist, das heißt ihrem Anteil an der Produktion an der Menschheit, die ja nicht einfach da ist, nicht einfach eine Naturtatsache ist, sondern erst etwas Herzustellendes, die sich also durch ihr Mehrprodukt über Natur erhebt oder anders ausgedrückt, und das wird von Wolfgang Purth in seiner Theorie des Gebrauchswerts sehr schön ausgeführt, dass die Plackerei, die Menschen tun, dieser ganze furchtbare Zwang, den sie sich auch antun, rückwirkend aus der Perspektive des Vereins freier Menschen als Beitrag zu seiner Herstellung erscheint. Nämlich eben tatsächlich in diesem Sinne, dass es ein Beitrag war zur Abschaffung des Zwangs, zur Plackerei, dass die Sachen, die alle hergestellt worden wurden, die Maschinen und so weiter, wirklich den Nutzen hatten, menschlichen Bedürfnissen zu dienen und nicht der blinden Wertverwertung. Zwei Momente sind also an dieser Konzeption meines Erachtens entscheidend. Nämlich einmal das Ineinander, also das Verschlungensein von Freiheit und seinem Gegenteil, der Unfreiheit, dem Zwang, und zwar in seiner Doppeltheit wiederum als Natur und gesellschaftlicher Zwang, also als Herrschaft. Und andererseits aber das, was ich zuletzt angedeutet habe, der Rekurs auf die Zukunft, dass Freiheit, wenn man das lapidar sagen will, etwas ist, was sozusagen seine Grundlage erst in der Zukunft, in einem tatsächlichen zukünftigen Verein freier Menschen hat, da nur man nur so von Freiheit reden kann. Weil eben nur die Zukunft darüber entscheidet, ob das Mehrprodukt, was die Menschen herstellen, etwas Spezifisches, Menschliches ist, also mehr als Natur, oder doch bloß ein Vorrat, wie ihn auch Hamster oder Eichhörnchen anlegen. Die trübe Einheit von Freiheit und Notwendigkeit, von Freiheit und Zwang, wo man eben nie entscheiden, wo man die Sachen eben nicht so schön auseinander dividieren kann, das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen, lässt sich eben tatsächlich auch an jeder Konzeption nachweisen, die von Freiheit positiv redet, das heißt begrifflich dingfest machen will. Es gibt ja in sozusagen gesellschaftlich zwei vorherrschende Vorstellungen von Freiheit. Die eine ist,
Die Freiheit ist eben tatsächlich totale Voraussetzungslosigkeit. Mein Wille ist nur dann frei, wenn er durch nichts als sich selbst bestimmt ist, also so eine ganz tautologische Vorstellung. Und das ist natürlich ein Freiheitsbegriff von wirklich totaler Willkür, von totaler Losgelöstheit aus allen gesellschaftlichen und Naturverhältnissen, eine maßlos aufgeblasene Autonomie, die selbst dann wiederum in totale Heteronomie umschlägt, weil eine Freiheit, die durch nichts bestimmt wird, wirklich nur keine Kriterien hat von dem absoluten Zufall. Ich will das nun mal so, weiß ich doch nicht warum, überhaupt nicht zu unterscheiden ist. Und das ist sozusagen auch in diesen ganzen fürchterlichen Debatten um Gehirnforschung die total blöde Kontraposition zur total blöden Gehirnforschung. Also die einen sagen, es ist alles durch Gehirnprozesse determiniert und die anderen sagen, nein, wegen Quantentheorie und so gibt es da ja Indeterminationen und das ist dann sozusagen der mystische Ort der Freiheit. Also Freiheit eben wirklich so als, weil Sachen manchmal auch zufällig im Gehirn ablaufen. Und ich glaube, das ist aber auch wirklich, wenn ich mir so viele Menschen angucke, ist das ja so eine Vorstellung von Freiheit, dieses, ich finde das nun mal gut. Also das ist nur ich und Persönlichkeit und so ist immer nur da, wo es keine Gründe gibt, wo es keine Vernunft gibt. Die andere Position sagt, identifiziert genau Freiheit und Vernunft, woran eine ganze Menge sympathisch ist. Also die Fähigkeit, Dinge vernünftig zu beurteilen und danach zu handeln, ist eben das, was den Menschen anders macht als das blöde Vieh. Oder auch eben die Vorstellung, dass Freiheit und moralisches Handeln miteinander identisch sind. Das Problem ist eben nur, dass ich gerade in diesen Vorstellungen die Freiheit eigentlich nur in der Abweichung von dem, was richtig und vernünftig ist, unter Beweis stellt. Klassisches Beispiel ist natürlich der Sündenfall. Also der funktioniert nur, die biblische Version davon, weil die Menschen ja frei sind, auch gegen Gottes Verbot zu handeln. Aber Freiheit beweist sich eben wirklich nur darin, dass man auch sündigen kann. Und wenn man es bleiben lässt, dann, weil man also Gottes Gesetzen gehorcht, dann ist so ein bisschen, ist ja eigentlich nie so richtig zu unterscheiden, ob das jetzt aus Freiheit geschieht oder weil Gott einem das halt befiehlt. Aber durch die Möglichkeit, dass die Menschen ja auch sündigen könnten, also auch was total Blödes und Unvernünftiges tun könnten, wird sozusagen dieses Gehorchen der Gesetze nochmal moralisch geadelt oder erstrahlt eben in güldenem Licht. Man findet dieses Problem sozusagen säkularisiert, selbst noch in der wahrscheinlich größten bürgerlichen Philosophie von Freiheit und Autonomie, nämlich der Kantschen, wo Freiheit eben tatsächlich das vernünftige, sittliche, nach menschlich gegebenen Gesetzen bestimmte Handeln ist. Aber es ist eben auch immer ein Handeln, was auf der Lostrennung vom bloß empirischen Ich beruht, also Durchsetzung eben dieser moralisch vernünftigen Bestimmung gegen das, was Kant die Pathologie nennt, also das Pathologische, die Triebe, die Lust, der Wunsch nach Glückseligkeit. Und weswegen diese ganze Verquickung von Freiheit und Vernunft auch immer so etwas unglaublich Repressives hat. Also schon bei Kants ganze praktische Beispiele, hat ja Adorno gesagt, für moralisches Handeln aus Freiheit, sind eigentlich immer welche, die extrem repressiv sind, wo man dann nicht lügen darf, wenn der Häscher vor der Tür steht, um einen unschuldig Verfolgten einzufangen, den man gerade versteckt hat. Und in dieser ganzen Rede von menschlicher Freiheit ist immer auch so ein gewisser Staatsanwaltsblick. Menschliche Freiheit ist vor allen Dingen die hervorragende Legitimation, um strafen zu dürfen, weil die Menschen konnten ja auch anders, sie sind verantwortlich für ihr Handeln. Man könnte sagen, weitergehend, Freiheit ist eigentlich geradezu Grundvoraussetzung, dass es so etwas wie Herrschaft überhaupt gibt.
Denn über Steine, also über Dinge, die keinen eigenen Willen haben, kann ich eigentlich nicht herrschen. Wenn ich einen Stein wegkicke, dann habe ich nicht über ihn geherrscht, ich habe ihn halt weggeräumt. Während ich über einen Menschen herrschen kann, weil die Herrschaft darin besteht, mir seinen Willen gefügig zu machen. Es gibt von Wolfgang Purth das schöne Beispiel, dass gerade die totale Herrschaft, die zum Beispiel der Folterer über sein Objekt hat, eigentlich keine mehr ist, weil der Mensch wirklich darin als Gefolterter ein Objekt ist, der, wie Wolfgang Purth sagt, mir noch nicht mal die Zeitung holen kann, weil er halt nur noch ein blutiger Klumpen ist. Aber kein Mensch mehr. Das heißt, es ist eine Herrschaft, von der ich eigentlich gar nichts mehr habe, denn Herrschaft heißt eben einen Willen gefügig machen und nicht einen Menschen komplett willenlos machen, auf den Status eines Steins reduzieren. Umgekehrt ist aber geradezu nicht nur, wie Freiheit Grundvoraussetzung von Herrschaft ist, von Willkür, auch die Unfreiheit logisch gesehen die Grundvoraussetzung jeder Freiheit. Ich denke, die sozusagen intensivste Erfahrung von Autonomie, von dem, dass ich meinen Zwecken gemäß handle, macht man ja nicht, wenn man lückenlos darlegen kann, ich habe so und so gehandelt, weil, sondern ganz im Gegenteil, in Erfahrung von, ich kann eigentlich gar nicht anders. Selbst nicht erklären, warum ich jetzt irgendwie diese Person, ich will es auch gar nicht, warum ich diese Person so abgöttisch liebe, dass ich irgendwie alles für sie tun würde und oder ich handle einfach aus einem inneren Zwang heraus, meiner Sache treu zu bleiben, gegen jeden pragmatischen, vernünftigen Selbsterhaltungsimpuls, indem ich eben, keine Ahnung, gegen die Diktatur opponiere oder so. Das heißt, dass gerade die Autonomieerfahrung, also das, wo man tatsächlich mal das Gefühl hat, als Individuum zu handeln, welche sind, die einem gar nicht recht transparent sind, die sozusagen im Dunkel des Augenblicks, die einem in dem Moment selber überraschen, was tut man da, die einem also selber als eben so dieses, ich konnte nicht anders, anders hätte ich mir nicht in den Spiegel gucken können oder so erscheinen. Bei Walter Benjamin gibt es gerade für diesen Umschlag von dem, was mir widerfährt, in etwas, was er leibhaftige Geistesgegenwart nennt, also eben einer tatsächlichen Erfahrung von Herr über die Lage zu sein, Haltung zu beweisen. Ein Beispiel aus der Antike, wo Benjamin sagt, also noch die Antike hatte das, ein Begriff wahrer Praxis und Scipio, also der römische Eroberer Karthago, betritt zum ersten Mal afrikanischen Boden, landet in Karthago, geht vom Schiff runter, stolpert dabei und im Stolpern ruft er dann Te Neo Te Terra Africana, also ich ergreife dich, afrikanische Erde. Also sozusagen verwandelt dieses Stolpern, das, was ihm bloß widerfährt, in eine Geste des Triumphs. In diesen Umschlagssituationen ist Freiheit tatsächlich denkbar. Denn gegen die Vorstellung, diese beliebte Rede, Freiheit ist an sich immer schon da. Die Menschen seien an sich frei, die aus mir nicht ganz erfindlichen Gründen selbst Gerhard Scheidt in seinem neuen Buch über den quälbaren Leib irgendwie pflegt. Oder in diesen Formen von egal was ist, ich kann ja immer noch frei entscheiden, denn wenigstens meine Gedankenfreiheit kann mir ja niemand nehmen. Also gegen alle diese Vorstellung, Freiheit sei wie ein Ding immer schon da an sich, ist im Gegenteil ja darauf zu beharren, dass es einen Einschnitt braucht. Denn der Säugling, also sozusagen die erste Form des Menschen, ist ja die unfreieste, die man sich denken kann, nicht sprachbegabt, hat keine Herrschaft über seine Muskeln, ist vollkommen abhängig von anderen, ist also das unfreieste Ding, was es gibt. Und aus diesem unfreiesten muss in irgendeiner Form ein Übergang stattfinden in etwas Freies. Genau wie überhaupt die Vorstellung eines Vereins freier Menschen immer voraussetzt, dass es einen Übergang aus bloßen Naturwesen in mehr gegeben hat, in ein mehr als Natur. Und dieser Übergang, dieser Umschlag kann sich wiederum ja nur in den Formen
der Entfremdung unter Autorität vollziehen. Ich nehme da nur mal ein Beispiel, weil ich gerade beim Säugling war. Sprachentwicklung. Also die meisten Leute würden ja schon sagen, dass Sprache, sprechen zu können, eine wesentliche Vorbedingung ist für Freiheit, weil es nur dadurch die Welt aneignbar wird in Form von Sprache. Dass Sprachentwicklung aber gerade etwas ist, was ich mir selber, wofür ich mich nicht entscheiden kann. Man kann einem Kind nicht erklären, Sprache ist was total Sinnvolles. Das kann es ja nicht verstehen. Sondern das Kind ahmt die Autoritätsperson nach, die spricht, blabbert halt erstmal irgendetwas sinnlose Laute vor sich her und irgendwann wird daraus was Sinnvolles. Also entsteht eben durch etwas, durch Mimik und durch Nachahmen einer Autoritätsperson in deren Autorität, dass das schon sinnvoll ist, diese komischen Laute auszustoßen, man vertraut. Kleine Bemerkung am Rande, zu den schwerst erlernbaren Begriffen oder schwerst erklärbaren Begriffen gehört ja das Wort Ich, also sozusagen der Gipfel der Autonomie, Ich sagen können, ist erstmal, wenn man das übt, wenn man sich das versucht anzueignen, eine unglaubliche Entfremdungserfahrung, weil Ich anders als zum Beispiel der Stuhl oder der Tisch nichts ist, worauf ich zeigen kann. Wenn ich sage, ich muss das Kind verstehen, dass es auch sich selber so nennen kann und dass das nicht mein Name ist, also nicht so Mama, Papa oder was auch immer, sondern eben, dass dieses Wort, was die anderen gebrauchen, mir auch zur Verfügung steht. Also dieses kleine Partikelchen, worin alle ihre Individualität bezeichnen, sozusagen durch dieses Nadelöhr muss ich erstmal gehen, um meine Besonderheit ausdrücken zu können als ich. Freiheit hat also überhaupt nur seinen Sinn als Fähigkeit, sich sozusagen all diese, die Zwänge, das Heteronome, die Prägung und Disposition, die geschichtlichen Bedingungen und so weiter, sich anzueignen, zu ihnen sozusagen unsere zu sagen, wie in der Marxischen Revolutionstheorie sich die Maschinerie, die Produktion, das, was die Menschen jahrtausende lang unbewusst, zwanghaft getan haben, als Voraussetzung, als Bedingung von Freiheit anzueignen, nachträglich eben zu dieser Voraussetzung des Vereins freier Menschen zu machen. Nur ist gerade diese Form der Aneignung des Umschlags von Zwanghaften in Freies nicht ums Ganze verschieden von dem, was unter dem Kapitalverhältnis jederzeit passiert. Ich sagen müssen zu der ganzen Scheiße von Zwängen und Begrenzungen, Sinn herzustellen, wo das Sinnlose herrscht, das ist eben eine alltägliche Erfahrung. Man nennt sie auch Ideologie. Das heißt, niemand könnte ja existieren unter diesen Verhältnissen, wenn er sie immer nur als Zwang erfährt und nicht auch in irgendeiner Form versucht, aus ihnen Sinn rauszuschlagen. Die in der Lohnarbeit, erstens ist das wunderbar, ist das Sinn, weil ich dann Geld habe und das machen kann, aber was weiß ich, niemand verrichtet eine Arbeit sinnvoll, der wirklich nur Dienst nach Vorschrift tut, sondern man muss auch immer irgendwie, naja, ich will es ja doch gut machen und so. Also man muss sozusagen immer sich diese Zwänge aneignen, um überhaupt aus ihnen Sinn machen, also in bestimmter Art und Weise immer schon aus Freiheit handeln, um eben die falschen Verhältnisse am Laufen zu halten und in ihnen zu existieren. Mein Fazit daher: Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung lassen sich tatsächlich nur negativ bestimmen, und zwar im dreifachen Sinne. Erstens in dem Sinne, wie ich es schon versucht hatte, des Umschlags. Es gibt sozusagen als Riss im Kontinuum des organischen Ganzen, als Riss in den Kausalketten, in deren Lücken sozusagen die Möglichkeit des anderen auftaucht, die Möglichkeit des Umschlags, die Möglichkeit, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Wie aber die ursprüngliche Form, die erste Erfahrung eines Risses in den Kausalketten, ein Sprung im Kontinuum
des organischen Ganzen wahrscheinlich menschheitsgeschichtlich das Bewusstsein des Todes war, also etwas ganz und gar Unfreien, so ist auch jede weitere Ausdehnung, das heißt jede Wirkung, jedes mit Herrschaft verschwistert, Teil der Dialektik der Aufklärung. Und das gilt selbst noch, und das hatte ich ja auch in der Veranstaltungsankündigung geschrieben, das gilt selbst noch sozusagen rückwirkend. Selbst wenn es einmal einen Verein freier Menschen geben wird, der sagt, okay, gut, die ganze Menschheitsgeschichte war einerseits natürlich eine von Unfreiheit, aber hat die Bedingungen der Möglichkeit hergestellt für diesen Verein freier Menschen. Gerade wenn es ihn dann gibt, wenn er denkmöglich wird auch nur, ist ja überhaupt nicht mehr zu erklären, warum es ihn nicht schon längst gegeben hat. Das heißt, gerade die Spekulation auf einen zukünftigen möglichen Verein freier Menschen, ohne den ja kein kommunistisches, revolutionäres Handeln auskommt, bewirkt immer zugleich diese unglaublich ernüchternde, schreckliche Fragestellung, wenn die Menschheit doch Besseres kann. Warum hat sie diese beschissene, blutige, mörderische Geschichte dann produziert, statt was Besseres? Ist also auch von, die Vorstellung von Freiheit hat eben auch immer dieses Moment von Trauer drinne. Wenn man also unter herrschenden Bedingungen von Freiheit reden will, und das wäre dann die dritte Form der Negativbestimmung, muss man immer vom Schlimmsten reden. Es sind also nicht die tollen großen Werke, die Genies, die wunderbaren Möglichkeiten, die die Welt so liefert, die tatsächlich am präzisesten und genauesten anzeigen, was der Menschheit möglich wäre, sondern ganz im Gegenteil, die Potenziale dessen, was möglich wäre, Potenziale von Freiheit und Autonomie, sind genau an dem abzulesen, also an dem zu gewahren, was abgewehrt werden muss. Wie viel Verrat also die Subjekte an sich selbst begehen müssen, um fortzuexistieren. Und in diesem Sinne ist also der Antisemitismus vielleicht der genaueste Indikator gesellschaftlich möglicher Freiheit, die es gibt. Insofern der Antisemitismus ja der Luxus ist, Menschen zu verfolgen und sogar zu vernichten, ein Luxus, den frühere Generationen nicht hatten. Da ließ man Leute als Sklaven für sich arbeiten, aber vernichtete nicht irgendwie in Massen. Dieser, also ein Luxus, das Überflüssige, was man sich gönnt, um jeden Gedanken an Luxus und Freiheit und Glück zu ersticken. Und je mehr man diese Gedanken eben ersticken muss, je zwanghafter also das Handeln wird, desto sehr kann man natürlich negativ eben zeigen, sehen, was möglich gewesen wäre. Das wären erstmal die Thesen und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin selbst das, was ich gerne mache. Unfrei ist, weil ich ja nur den Zwang angenommen habe, es tun zu müssen und mir deswegen eine Nische gesucht habe, die mir scheinbar nicht ganz so unfrei erscheint, oder wie auch immer. Ein Verein freier Menschen erscheint mir umso utopischer, wenn ich mir nicht mal eine freie Handlung vorstellen kann. Was ist jetzt eine freie Handlung? Ich kann dir das nicht bestimmen. Ich kann dir nicht sozusagen eine pure, freie, reine, freie Handlung zeigen. Ich kann aber auch umgekehrt nicht zeigen, dass alles nur Zwang ist. Das ist ja genau das, was ich sagen wollte. Sondern worum es mir ging, war ja genau dieses Ineinander von Zwang und Freiheit. Das heißt, das, wo ich meinte, dass also eine Rede von Herrschaft, von menschlicher Zwangausübung tatsächlich logisch überhaupt nur Sinn macht, wenn ich gleichzeitig von Freiheit rede. Weil es in der Natur gibt es keine Herrschaft. Also es wäre Blödsinn zum Beispiel zu sagen, es gibt ein Herrschaftsverhältnis zwischen Löwen und Gazellen. Aber man kann eben unter Menschen von einem Herrschaftsverhältnis sprechen, was aber eben auch heißt, wozu ich einerseits Freiheit voraussetzen muss, wo ich aber andererseits weiß, diese Freiheit ist sozusagen also mit ihrem Gegenteil der Unfreiheit verschwistert, erscheint eben nur in Form des Zwangs, des Zwingens von anderen, des sich selber Zwingens und wie genauso umgekehrt eben auch
Das wäre auch falsch. Es geht ja nicht alles in Zwang auf. Deshalb habe ich versucht, auch zu sagen, also es ist ja gar nicht zum Beispiel dagegen zu sagen, wenn man in seinem Lohnarbeitsjob jetzt Sachen auch irgendwie Spaß dran hat oder irgendwie da drin auch eine Verwirklichung eigener Potenzen sieht. So, es geht sowieso gar nicht ohne. Also würde ich, wäre ja Blödsinn, das jemandem vorzuwerfen. Nur, und das ist eben das, was man dazu immer sagen muss, es ist gleichzeitig genau das eine Form von Freiheitshandlung, die ein Herrschaftsverhältnis reproduziert. Dass sich selber Zwang antun zum Beispiel, das ist ja ein wichtiger Bestandteil, also ein wichtiger Gedanke eben von diesem, was bei Adorno Horkheimer Dialektik der Aufklärung heißt. Das heißt, die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Emanzipation aus Naturzwängen, aber eine, die sozusagen bislang jedenfalls diesen Naturzwang immer wieder reproduziert hat, zum Beispiel indem ich mir und anderen Gewalt antue. Und glaube, man kennt das natürlich, dass man, gerade wenn man sich selber Zwecke setzt, die man gerne verwirklichen möchte, sich selber auch einfach häufig, also erstmal Gewalt antun muss gegen seine unmittelbare Bedürftigkeit. Das muss ja gar nichts Schlechtes sein. Es ist ja, manchmal muss man sich zwingen aufzustehen und statt irgendwie gemütlich im Bett liegen zu bleiben, sich an den Computer zu setzen und einen Text zu schreiben oder was auch immer das ist. Gerade an sowas, finde ich, kann man gerade zeigen, dass sozusagen das sich überhaupt nicht voneinander trennen lässt. Also dass dieses, okay, nein, oder ich möchte gerne irgendwie bestimmte Dinge tun, irgendwo hinfahren oder Leute treffen oder so, das ist auch mit Unbequemlichkeiten verbunden, die ich mir dann auch irgendwie antue. So, und das ist natürlich, was ich mir antun muss. Das ist natürlich auch im Wesentlichen eine gesellschaftliche Frage. Also ob ich zum Beispiel, um bestimmte Möglichkeiten verwirklichen zu können, erstmal Lohnarbeit tun muss und dabei auch im Zweifelsfall über Leichen gehe und auf Kosten anderer Leute. Oder ob die in einem Verein freier Menschen, dass etwas solidarischer geregelt wird und dann wirklich am Ende nur das Problem bleibt, will ich jetzt, eigentlich würde ich gerne im Bett liegen bleiben, aber nein, ich stehe jetzt auf, weil ich will ja irgendwie noch was Cooleres tun. Was ja eine Frage ist, die auch sozusagen der ganzen Reihe ja auch durchaus zugrunde liegt und eigentlich in allen Themen, die sozusagen Vorträge auch aufgenommen werden, ja immer wieder durchschimmert, sozusagen. Also diese Frage, wenn man überhaupt davon ausgeht, und das ist ja zumindest von uns jetzt irgendwie der Anlass, dass man sagt, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind ja erstmal nicht gut, also dass man das erstmal so konstatiert, und das ist ja auch erstmal nichts, was überhaupt mehrheitsfähig wäre, in der Gesellschaft im Moment zu sagen, dass diese Gesellschaft frei eingerichtet ist, weil ein Haufen Menschen im Elend leben oder leiden aufgrund dessen, dass die Gesellschaft so eingerichtet ist, wie sie ist. Aber allein, und ich glaube, das ist auch in dem Text zu der Reihe, auf dem ist das auch irgendwo nochmal erwähnt, dass eigentlich diese Freiheit oder dieses Moment von dass man sozusagen tatsächlich etwas tut, was es schafft, irgendwie aus diesen Zwängen, in denen man zwangsläufig verstrickt ist, auszubrechen, dass das nichts ist, was man praktisch tatsächlich machen kann, sondern was man zuerst im Denken vollzieht, sozusagen, indem man eben darüber nachdenkt und darüber reflektiert, genau diese Reflexionen anstellt, die jetzt auch in dem Vortrag quasi gerade so ein bisschen hergeleitet worden sind, genau eben diese Zwänge und ihr Funktionieren zu versuchen, zu analysieren und zu durchdringen. Und das ermöglicht überhaupt erst im Denken, diese Zwänge zu überwinden. Und das heißt noch lange nicht, dass man das in der Realität tatsächlich praktisch überwinden kann. Aber das eine ist eben die Grundlage vom anderen. Also ich würde dem wesentlich zustimmen. Ich glaube, eine Schwierigkeit ist natürlich, dass wiederum, um reflektieren zu können oder etwas denkend antizipieren zu können, ich wiederum auch bestimmte praktische Bedingungen brauche. Also bestimmte Erfahrungen und also das Problem einfach ist, Ohnmacht macht dumm.
Also je weniger ich zu sagen habe, desto weniger habe ich tatsächlich auch ganz wortwörtlich zu sagen. Also nicht nur in dem Sinne von bestimmen, sondern es verschlägt mir ja irgendwann die Worte. So, ich kann gar keinen vernünftigen Gedanken mehr denken. Deshalb sind bestimmte praktische Erfahrungen von Solidarität oder ich kann mich irgendwo gegen wehren, auch wiederum Bedingungen von Denken. Also ich kenne das selber zum Beispiel daraus, wie unglaublich selten der Gedanke auch nur noch ist, dass man sich an seinem Arbeitsplatz wehren kann. Also dass es Rechte tatsächlich auch gibt. Das Problem ist ja häufig natürlich, dass diese Rechte eingeschränkt werden, aber auch, dass Leute, die gar nicht mehr ausschöpfen wollen oder das auch überhaupt gar nicht mehr wissen, also das wirklich irgendwie so, naja, okay, nee, wenn das passiert, dann, wenn Bedingungen scheiße sind, muss man sie halt hinnehmen, weil es irgendwie auch gar nicht mehr diese Erfahrung dessen gibt, dass es legitim sich zu wehren, man kann das machen, das hat auch Erfolg, so. Und das macht das natürlich auch für Leute sehr viel schwieriger, überhaupt nur einen klaren Gedanken zu fassen. Und ansonsten ist es natürlich tatsächlich auch genau, also gerade vielleicht noch so in Bezug auf Theorie und Praxis, diese ganze Vorstellung, naja, ich mach dann mal los, man muss ja einfach jetzt mal was tun und so. Das ist ja, also die Vorstellung, man könnte jetzt einfach aus eigener Machtvollkommenheit losschlagen und tun und wenn man sich nur richtig anstrengt, dann wird alles wieder besser, ist natürlich eine Vorstellung, die unglaublich viel Zwang am Ende reproduziert, weil ich dann erstens mir selber unglaublich viel Zwang antun muss, so ein protestantischer Charakter werde, der irgendwie, weil es ja wirklich auch nicht zu rechtfertigen ist, sich mal das mal gut gehen zu lassen, während die Menschen woanders hungern, dann eigentlich nur noch auf Achse bin und tue und mache. Vor allen Dingen aber, weil, wenn dann die Sachen doch nicht klappen, die ich mir so vorgenommen habe und wo die Schwätzer immer gesagt haben, naja, denk doch erstmal nach, ob das so klug ist, dann natürlich die Schwätzer irgendwann schuld sind. Nur wenn ihr auch was machen würdet, statt immer nur rumzuschwätzen mit euren klugen Theorien, dann wären wir ja schon so weiter als jetzt. Das vielleicht noch zu genau dieser Zwanghaftigkeit, die dann in Praktizismus steckt, in diesem einfach mal was tun. Ich bin eigentlich Gast hier, bin einem Flyer in der Mensa gefolgt und bin überrascht über das, was Sie darstellen. Zwei Anzeigen schlagen mir richtig ein. Und die eine, sag ich zitiere, das Säugling ist ein unfreies Wesen, das unfreie Wesen an sich überhaupt. In der ganzen Entwicklung, die Sie dargestellt haben, mit der Entwicklung der Gesellschaft und den Produktionsmitteln, ist das Säugling nicht gerade die Urstelle, der Urknall, wenn wir so wollen, für diese ganze Entwicklung, wird es nicht erst unfrei, indem es sich sagen wir, äußeren Einflüssen fügt, um zu überleben. Das erste sind die Eltern, die kommen, die Gesellschaft dazu. Also die Dinge, die auf sie einwirken, um das eigenfreie Handeln überhaupt erstmal zu beschränken. Also das Säugling an sich, frisch geboren, ist offen, kommt in die Welt und hat auch, wenn nonverbal, alle Möglichkeiten nach unserem Frei zu entscheiden. Es wird reglementiert durch das Außen. Und Freiheit scheint hier offensichtlich im Sinne der bürgerlichen Gesellschaft nur das Kriterium zu sein, zu glauben, ich kann tun und lassen, was ich will, und muss die Konsequenzen möglicherweise dafür nicht tragen. Und parallel dazu sehe ich auch den Tod nicht so wie Sie. Also, dass Sie sagen, ist der Ausdruck des total Unfreien überhaupt. Also da scheint mir wirklich, wenn es um die Begriffe Freiheit geht, Reserven zu geben. Freiheitsreserven. Es gibt für mich keinen irgendwie sinnvollen Freiheitsbegriff, den ich auf einen Neugeborenen übertragen kann. Also, weil zu Freiheit tatsächlich bestimmte Praxisfähigkeit gehört. Ich muss gerade nicht irgendwie diese Vorstellung einer bloß inwendigen Freiheit, die mir niemand nehmen kann, die von außen immer nur beschränkt wird, sondern wenn ein Begriff von Freiheit in irgendeiner Form sinnvoll sein soll, dann muss er ja etwas zu tun haben können mit Verwirklichung in der Welt, das heißt außerhalb von mir. Und das ist das, was Hegel immer, was bei Hegel das ganz Entscheidende ist, die Veräußerung
das aus sich heraustreten des Ichs in die Welt, um dann wieder reicher in sich hinauszutreten, was bei Marx dann sozusagen seine materialistische Pointe in der Vorstellung des Stoffwechselprozesses mit der Natur hat, was bei Adorno auch immer betont wird. Und der Säugling kann nicht in dieser Form aus sich heraustreten, weil er erstens nichts kann und zweitens auch sehr unwahrscheinlich ist, dass er überhaupt ein Ich hat, aus dem er heraustreten kann. Das heißt, das ist erstmal ein Produktionsprozess, also ein Prozess der Entwicklung. Und da ist, glaube ich, halte ich das Entscheidende, und darauf wollte ich hinaus, dass der natürlich auch ein Zwanghafter ist und vollkommen richtig auch was mit Abschneiden von Möglichkeiten zu tun hat, auch was mit Wunden hinterlassen, dass also zum Beispiel auch überhaupt die Erfahrung von Körperoberfläche, also wo ende ich, wo beginnt das andere, das Außen, nicht einfach ein rein lustvoller Prozess ist, sondern eben auch einer von Schmerzen empfinden. Ich ende da auf der Haut, wo ich die Schmerzen empfinde. Das andererseits aber genau das auch wiederum, was da hergestellt wird, die Bedingung dafür ist, dass ich überhaupt in irgendeinem substanziellen Sinne von Freiheit reden kann. Also genau diese Form von Ich-Konstitution, von Spracherwerb. Und dass man das eben nicht sauber auseinander dividieren kann und vor allen Dingen nicht eben in diesem Sinne, am Anfang ist alles möglich und das wird nur eingeschränkt, sondern dass es eben tatsächlich ein dialektischer Prozess ist, um ein blödes großes Wort zu verwenden, von gleichzeitiger Beschränkung und Ermöglichung. Was an diesem Spracherwerb zum Beispiel so interessant ist, ist, dass natürlich tatsächlich einerseits der eben nicht in irgendeiner Form beschlossen werden kann. So, ich fange jetzt mal an, Sprache zu lernen, das scheint mir ganz praktisch zu sein, sondern eben etwas von Nachahmen, Aufzwingen und so etwas ist. Andererseits eben tatsächlich sozusagen rückwirkend darin auch eine Entscheidung gesehen wird. Also das, was bei Lacan, um jetzt einen ganz bösen Namen zu zitieren, per upir heißt, Vater oder Schlimmeres. Also unterwerfe ich mich der väterlichen Autorität oder entscheide ich mich für das noch Schlimmere, die Psychose. Was aber eine Entscheidung ist, die man nur erst nachträglich rekonstruieren kann, die man nie irgendwie tatsächlich beobachten kann, wie sie jemand trifft. Und gerade deswegen sind mir, finde ich, diese Prozesse von Menschwerdung, von einem zunächst mal Bündel, Nerven, Zellen, Muskelstränge und so weiter, was auf die Welt kommt, sind tatsächlich so ein klassisches Beispiel dafür, dass man gerade nicht sauber unterscheiden kann in Freiheit und Unfreiheit, sondern dass höchstens auch eine bessere Gesellschaft als diese das Ganze vielleicht auch besser organisieren kann, aber auch in einem Verein freier Menschen wird es Einschnitte geben, also es wird die Geburt geben, das heißt, das raus aus der schönen, aus diesem Umhülltsein mit alles, die Individuierung auch als eine Schmerzerfahrung und so weiter. Es wird bloß hoffentlich nicht ganz so traumatisch und verrückt ablaufen wie in der bürgerlichen Gesellschaft. Zum Tod sage ich nur ganz kurz was, kann ansonsten verweisen, dass in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Extrablatt aus Bremen dazu ein längeres Thesenpapier zu einem materialistischen Begriff des Todes erscheinen wird. Aber der Tod ist, finde ich, erstmal ganz einfach zu sagen, den kann man nur ablehnen, weil der Tod ist tatsächlich das Ende aller Möglichkeiten, die ein Mensch hat und damit sozusagen die ultimative Unfreiheit. Also war gleichzeitig sozusagen gattungsgeschichtlich das, der Einschnitt, wie Hannah Arendt das nennt, der das Neue erst möglich macht. Das heißt, ohne Tod keine Geburt und mit jedem neuen Menschenkind sind neue Möglichkeiten in der Welt. Auch das wieder so für ein Verhältnis, wo das eine
die Unfreiheit die Bedingung für etwas mehr und anderes ist und wo eine befreite Gesellschaft vielleicht den Tod auch zumindest so erfahren kann, dass durch die Begrenztheit des individuellen Lebens, also dass es nicht unendlich ist, dass auch etwas Kostbares und Unwiederbringliches gewinnt, aber davon sind die Verhältnisse im Moment ja noch relativ weit entfernt. Am Anfang haben Sie gesagt, kam mir vor, als würden Sie diesen Begriff Freiheit, ich kann in Freiheit handeln, gebunden haben an Ego, an Ich. Da habe ich wieder gesagt, ich entscheide. Wenn Sie das Ich nehmen, nehmen Sie das Ego, nehmen Sie den bewussten Teil in mir, in Kenntnis. Und mir ist es eigentlich so, dass das, was ich bewusst machen kann, eigentlich der geringste Teil meines überhaupt. Also das Ich ist so, wie ich mich Ihnen gegenüber zeigen will, wie ich sehe, nicht wie ich wirklich bin. Das sind andere Dinge. Und wenn Sie heute ins Geschäft gehen und wollen sich eine Krawatte kaufen, dann haben Sie im ersten Blick entschieden, die Unbewussten, welche Krawatte Sie kaufen werden. Das ist heute nachgewiesen. Und im zweiten Teil entscheiden Sie für die anderen Krawatten, vielleicht 3, 4 oder 5, je nachdem wie der Ich ist, warum Sie die nicht nehmen, um sich dann wirklich mit gutem Gewissen zu entscheiden, nehmen Sie doch. Also, und so ist es im Leben auch. In dem Moment, wo das Ich wächst, schrumpft unsere Fähigkeit, wie Sie sagen, im wirklichen Sinne Freiheit wahrzunehmen. Weil wir von Übertragungen leben und von inneren Zwängen, die tief aus dem Unbewussten kommen, teilweise uns bewusst werden, oft aber auch nicht, und das Handeln an sich determinieren. Sie haben selber gesagt, die Freiheit ist ein Paradoxum, es gibt es nicht. Wir hängen uns immer gerne dran auf und wollen darüber diskutieren. Es ist ein streng determinierter Weg, den ich gehe und den Sie auch gehen. Sie sitzen nicht zufällig hier, sondern weil es irgendwann mal entschieden wurde, dass Sie hier sitzen werden, in Ihrem tiefen Unbewussten. Dann habe ich das eben in meinem Unbewussten entschieden. Das funktioniert nicht und das sieht man schon daran, dass man aus der Sprache nicht rauskommt. Also so wie Sie auch gesagt haben, das Ich ist nicht das, was ich wirklich bin. Aber Sie reden dann weiter darum, dass das Wirkliche ist auch wieder in Ich-Form. Also das Ich und das, was ich wirklich bin. Das haut meines Erachtens nicht hin. Ich glaube, diese ganzen Vorstellungen, das sind auch sehr viele Punkte, weil jetzt hier, glaube ich, auch sehr viel durcheinander geht, ist unbewusstes Determination. Aber das ist eine ganz komische Exterritorialisierung von Trieben. Also warum soll ich zu meinem Unbewussten nicht ich sagen? Ich kann natürlich jetzt alles rausrechnen, was sozusagen, wenn ich das mache, ich rechne tatsächlich alles raus von mir, was Prägung, Erziehung ist, was mein Natursubstrat ist, mein zufälliges so geworden sein. Und wenn ich nur den Rest davon ich nenne, dann bleibt natürlich tatsächlich sehr wenig übrig. Ich würde es umgekehrt sagen. Ich denke, wenn man einen psychoanalytischen Begriff hat, in dem psychoanalytischen Begriff von ich, der ist ja meines Erachtens gerade genauso dialektisch konzeptioniert, dass ich diese Momente miteinander in irgendeiner Form vermitteln kann. Also das erste eben, ich steht einerseits für die Erfahrung des Ganzen, also eben eine Projektion der Körperoberfläche als eben eine Einheit, also entlang dieser Körperoberfläche. Andererseits ist es eines von 3 Instanzen zwischen Es und Über-Ich, also eigentlich eine bloße Vermittlung zwischen Realitätsanforderungen, Triebwünschen und gesellschaftlichen Moralvorstellungen. Aber dieses eigentlich Nichts oder das, was bei Freud manchmal Nichts aber heißt, das leistet ja immer noch die Vermittlung oder es ist eben nichts anderes als diese Vermittlung. Und das Interessante am Ich ist dann wiederum, kann man auch noch zeigen, dass Ich eben nicht einfach Bewusstsein bedeutet, sondern dass zu dieser Ich-Instanz auch genauso bewusste und unbewusste Anteile gehören, denn die Verdrängung ist selber wiederum ein gehört zum Ich und muss, damit sie funktioniert, ein unbewusster Prozess sein. Das heißt, schon da hat man drin, dass es ein unbewusstes Moment am Ich gibt. Meine Beispiele vorhin waren ja auch gerade die, zu sagen, dass, wo ich sagte, dass bestimmte ganz besondere Erfahrungen von Autonomie, also von
sich nicht sagen lassen, sich nicht Zwängen unterwerfen, gleichzeitig welche sind, die einem nicht in der Form transparent sind, dass ich sagen kann, ja genau darum mache ich das, sondern wo sozusagen gerade die lückenlose Ausbuchstabierung von Kausalketten an ihre Grenze stößt. Wenn ich also anfange, es gibt ja, wenn man zum Beispiel sowas wie Liebe nimmt, wenn ich anfange, irgendwie Listen zu machen, warum liebe ich XY, dann ist es ja meistens immer schon ziemlich am Ende einer Beziehung. Während in dem Moment, wo es tatsächlich eine Erfahrung von Glück und auch von Freiheit ist, das nicht nach Gründen fragt. So, und ich genauso gehört triebhaft, also Trieberfüllung ja eben zu einer Freiheitserfahrung, zu einer Glückserfahrung, die ich nicht einfach aus mir rausrechnen kann, wo ich nicht sagen kann, ja, das waren ja aber in Wirklichkeit nicht ich, sondern meine Triebe. Genauso wie ich diese Rede, wie ich sie vorhin hatte, von der Gehirnforschung, wo irgendein Gehirnforscher sagt, nicht ich denke, sondern mein Gehirn denkt für mich. So, ja, dafür ist es ja auch da. Wieso soll ich nicht zu meinem Gehirn ich sagen können? Also natürlich gehört das zu mir. Abgesehen davon, dass diese Beweisführung über Gehirnforschung, die so ziemlich immer auf diesem Niveau von Schlipsauswahl funktionieren, oder da gibt es diese Dinger, werden die Leute gefragt, die Probanden gefragt, heben Sie bitte Ihren Finger, entschließen Sie sich irgendwann bitte Ihren Finger zu heben. Und dann weist die Gehirnforschung nach, dass die entsprechenden Entschlussgehirnareale schon 0,3 Sekunden vor der tatsächlichen Ausführung des Entschlusses gereizt waren, was dann beweist, dass erst das Gehirn den Entschluss trifft und dann denke ich, ich habe mich entschlossen. Aber also, wenn ich Freiheit auf dem Niveau von heben Sie irgendwann völlig willkürlich den Finger definiere, dann kriege ich sowas natürlich auch raus. Wenn ich Freiheit aber als tatsächlich auch etwas, was eben nicht jenseits von Natur ist, sondern was mit dialektischer Naturaneignung zu tun hat, was mit Gesellschaft zu tun hat, was eben mit Teleologie auf Glück zu tun hat, kriege ich halt keine Gehirnareale mehr gemessen. So. Und das ist dann eben auch tatsächlich was anderes als die Entscheidung zwischen Omo und Persil oder sowas. Das würde ich, glaube ich, erstmal dazu sagen. Ansonsten finde ich die Perspektive, alles ist determiniert, hat immer eine, wo ich mich wundere, warum sagen die Leute das eigentlich? Also warum versuchen sie mich davon zu überzeugen? Entweder bin ich eh determiniert dazu, das zu verstehen, oder ich bin es halt nicht. Du sprachst ja von der Freiheit von Notwendigkeit und das hat ja eigentlich so gesehen zwei Seiten, also einmal die Freiheit von der Notwendigkeit der Gesellschaft, also die gesellschaftlichen Zwänge, die eine Rolle spielen, und auf der anderen Seite ja auch der sogenannte Naturzwang. Und meine Frage zieht so ein bisschen auf das Verhältnis ab in einer, ja, wenn Sie sich vorstellen, eine befreite Gesellschaft. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass gesellschaftliche Zwänge abgeschafft werden, aber der Naturzwang, also jetzt sprich zum Beispiel das leibliche, der Leibkörper des Menschen zum Beispiel, ist ja in gewissem Sinne ein Naturzwang. Aber auch die äußere Natur, mit der ich im Stoff wechseln muss, wie geht das zusammen mit dem Begriff der Freiheit, wenn eben doch dieser Naturzwang auch in einer vorstellbaren, befreiten Gesellschaft noch besteht. Und bei Adorno gibt es ja diesen Begriff der Versöhnung zwischen Natur und Gesellschaft. Also kannst du da noch was zu sagen? Also erstmal denke ich, dass das unter Bedingungen der Herrschaft sich eben gerade gesellschaftlicher Zwang letztendlich natürlich durch Naturzwang, also durch nur durchsetzt. Also im Zweifelsfall durch die Furcht vorm Verhungern. Ich unterwerfe mich der Herrschaft natürlich, weil sie mir in meiner Leiblichkeit was antun kann. Und andererseits ist natürlich auch geschichtlich perspektivisch Herrschaft dadurch entstanden als eine Bewältigungsform von Naturzwängen. Also unter Bedingungen, wo zum Beispiel, nicht alle irgendwie im Überfluss leben können, werden erstmal Einzelne freigestellt von der Arbeit und kriegen dann so eine komische Rolle als Priester oder sowas, um sozusagen für das Ganze zu denken. Und insofern denke ich natürlich, dass unter Bedingungen, wo es kein
also wo gesellschaftliche Zwang so nicht mehr existiert, wo Gesellschaft selber eine andere ist, wird sich auch der Naturzwang anders darstellen. Aber es gibt ja jetzt schon Erfahrungen, wo Naturzwänge, wenn gleichzeitig die Bedingung der Möglichkeit von gerade spezifisch menschlichen, emphatisch menschlichen Glückserfahrungen sind. Also erstens Sexualität oder Essen. Das heißt, ich muss essen, aber ich kann daraus was machen, was irgendwie großartig ist. Ich muss halt nicht Mückenkuchen essen. Ich kann auch irgendwie, ich kann was machen, was sich wirklich irgendwie lohnt mit Seezunge oder was auch immer. Das heißt, wo ich gerade die Bearbeitung dieses Naturzwangs ein mehr als Natur herstellt, ein sich nicht den Bedingungen unterwerfen und auswählen können. Der Gedanke der Versöhnung ist natürlich der, dass gesagt wird, einerseits, es gibt eine Trennung zwischen Mensch und Natur. Mensch ist das Naturwesen, was gleichzeitig mehr ist als Natur, das ist dann überhaupt verwirklicht. Und diese Differenz soll natürlich nicht wieder zurückgenommen werden. Die Menschen sollen nicht leben wieder wie, wie Löwen oder Amöben oder irgendwie sowas. Aber diese Differenz soll sozusagen die Möglichkeit eben nicht mehr von einer bloßen Opposition sein, sondern gerade irgendwie als Verschiedenheit zugleich die Bedingung von Genuss und Glück. Also gerade das Vernunftlose, Unbeseelte der Natur als die Möglichkeit einer Erfahrung auch von Differenz, von dem, was anders ist, von dem, was mir als Menschen eben auf eine bestimmte Art auch für immer verschlossen bleibt. Also zum Beispiel bei Ilse Binzai stand das mal in einem Aufsatz, dass sie sagte, sie hätte irgendwo gelesen, dass Bäume schreien können. Und das fand sie irgendwie so sublim, die Vorstellung, so als was total Faszinierendes, weil das so was total anderes und Fremdes ist, was überhaupt nicht erfahrbar ist, dass das ein total irrer Gedanke ist. Also so eine Art von, dass die Natur eine Möglichkeit ist, eben tatsächlich von Differenzerfahrung, von Erfahrung von dem, was anders ist als ich und also als etwas Bereicherndes. Aber natürlich denke ich, ist der erste Punkt dieses, dass der Naturzwang selber eben nur transformiert erscheint, eben in dieser Form von, wie es in der Möglichkeit von gutem Essen oder Sexualität oder von gutem Sex vorgedacht ist. Also ich finde alles gut beschrieben, also so klare Argumentationen und so, aber ich frage mich, wie man trotz dieser Argumentation auf diese Schlussfolgerung kommt, dass es irgendwann mal so einen Verein freier Menschen geben kann. Also dieses Bild, also für mich sprechen jetzt spontan zwei Sachen radikal dagegen, dass sowas als allgemeine Lebensbedingungen hier bestehen wird. Was nicht heißen soll, dass man nicht weiter versuchen soll, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Zum einen die große Zahl der Menschen, zum anderen ist eben der Mensch kulturell geprägt. Jeder Mensch trägt dieses kulturelle Erbe, was eben auch was eben die Vergangenheit in ihn hineinträgt. Und das sind meiner Meinung nach zwei Gründe, warum es nie eine Welt geben, also auch so klingt das für mich mal, wenn das jetzt so heißt, irgendwann mal der Verein freier Menschen, das ist genauso eine Utopie wie jegliche andere Utopien, kann es nur mit einem anderen Menschen funktionieren und nur an einer kleinen Zahl. Und das immer dieses eine Utopie in die Zukunft tragen, das hat meiner Meinung nach genau das gleiche wie eine Religion, die das Gute ins Jenseits trägt. Klar motiviert es irgendwie zum Handeln, was eine gute Sache ist, das hat eine Funktion, die es erfüllt. Aber das ist es dann auch. Und da sollte man sich, wenn man drüber redet, klar sein, bin ich der Meinung. Also ich würde mal erstmal deine beiden Einwände kurz beiseite fegen. Also die große Zahl der Menschen, würde ich jetzt einfach sagen, je mehr Menschen da sind, desto mehr können auch irgendwie, was weiß ich, Häuser bauen oder Nahrungsmittel anbauen. Also das wird ja tatsächlich häufig gesagt, das funktioniert nur mit, also dafür gibt's
zu viele Menschen und deswegen können nicht alle gut leben. Und wenn in China doch und so, wenn die in China auch alle ein Auto hätten, wie wäre das schlimm? Klar, das wird natürlich auch nicht so richtig funktionieren mit jeder in China hat auch noch ein Auto, aber es gibt ja vielleicht dann andere Formen und es gibt gleichzeitig dann wiederum total viele Menschen, die sich total viele Gedanken machen können, wie man Verkehr sinnvoll realisiert. Und ich glaube, aus der bloßen Zahl wird nie ein Argument. Also ich könnte auch genauso gut, wenn es auf der Welt nur 2 Millionen Menschen gäbe, statt 8 Milliarden, sagen, okay, das sind echt zu viele. Denn unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen, zum Beispiel der Bedingungen extensiver Viehwirtschaft, wie was weiß ich, in den Amerikas vor der imperialistischen Eroberung, wären natürlich nur mini Bruchteil der Leute ernährbar gewesen. So, weil ein Büffel braucht irre viel Platz. Und wenn ich meine Nahrung wesentlich auf Büffeljagd abstelle, dann würden mir auch, was weiß ich, ich weiß nicht, wie viel Leute, ich glaube, es gab unter 1 Million Einwohner in Amerika, dann würde mir die Verdoppelung der Zahl auch unmöglich erscheinen. Heute wohnen da irgendwie so und so viel 100 Millionen. Also ich glaube, ein zu viel oder zu wenig funktioniert nicht. Die Prägungen sind natürlich richtig. Es gibt so etwas wie den Alp der toten Geschlechter, wie Marx es nennt, der auf einem lastet. Also sozusagen die, und das ist etwas, was im Land der in dem Land, was das größte Menschheitsverbrechen der Geschichte begangen hat, natürlich noch mal spürbarer ist, wo es auch die Vorstellung, naja, Leute, die in Familien, also so 68er Vorstellung, Leute, die in Familien aufgewachsen sind von Mördern im Wesentlichen, die könnten jetzt mal eben schon quasi als freie Menschen handeln, illusorisch ist. Andererseits hat es in der Geschichte nun einfach relativ deutlich Wandel gegeben, was die Gesellschaft, so wie sie hier ist, würde jemand, der aus einer Zeitmaschine von vor 500 oder gar 5000 Jahren gekommen ist, überhaupt nicht verstehen. Die Möglichkeit zum Beispiel, dass Menschen in dieser Form Demokratie tatsächlich ihre Führer, selbst Anführer, Chefs, was auch immer, selbst bestimmen, das ist eine, die vor 300-400 Jahren als totaler Blödsinn, dann würde doch Chaos und Anarchie ausbrechen, gedacht worden wäre. Völlig unvorstellbar. Oder die Möglichkeit, dass Frauen und Männer als Menschen gleichberechtigt sind. Eben genau, das waren zwei Gedanken in einem, dass Frauen Menschen sind, wie Männer auch, dass das eben völlig unvorstellbar gewesen wäre. Was für ein absurder Blödsinn, was redet der da? Oder dass die Wilden wie wir sein sollen. Völlig absurd. Und das scheint heute doch ein Gedanke zu sein, wenn man den immer noch hat, wo man ziemlich outer space wäre, jedenfalls wenn man ihn zu unverblümt ausspricht. Deshalb denke ich, dass in Situationen geschichtlichen Wandels diese Prägungen auch ziemlich schnell als eine Belastung und Begrenzung erfahren werden können und nicht nur einfach als ein wie ich, so bin ich. Der tatsächliche Einwand, den ich sehen würde, ist, oder nee, vielleicht erst eine Berichtigung, ich würde auch nicht sagen, aus dem, was ich sage, leite ich die Möglichkeit eines Vereins freier Menschen ab, sondern wenn, ist es eher umgekehrt. Ich sage, nur unter der Voraussetzung, dass es einmal anders wird und besser, kann ich diese Verhältnisse überhaupt begreifen. Wenn die Menschheit, was ja nicht völlig ausgeschlossen ist, sich demnächst irgendwie auslöscht und die paar Überlebenden vegetieren dann wieder unter Subhöhlenmenschenbedingungen dahin, dann hat es keine Geschichte gegeben. Dann war alles tatsächlich nur ein bloßer Naturprozess, weil dann irgendwie diese qualitative Differenz, diese qualitativen Differenzen, aus denen Geschichte besteht, sozusagen rückwirkend wieder eingezogen sind. Es hat dann keine Geschichte gegeben.
Das heißt, in einer bestimmten bestimmten Art und Weise ist die Voraussetzung, die ich mache, ich will, dass es anders ist, ich will keine Herrschaft, ich will nicht, dass Menschen leiden müssen, die Vorbedingung, überhaupt die Verhältnisse so begreifen zu können und zum Beispiel überhaupt von Freiheit reden zu können, auch jetzt, nämlich immer als eine Vorstellung von eine Wahrheit, die aus der Zukunft kommt. Da könnte man jetzt auch sehr viel, da gibt es bei Marx den schönen Satz, dass die Anatomie des Menschen die Anatomie des Affen bestimmt. Also ich kann nicht aus der Anatomie des Affen die Anatomie des Menschen ableiten, sondern umgekehrt, ich mache es rückwirkend. Das ist ein ganz einfaches Beispiel für das, was ich mit Wahrheit aus der Zukunft meine. Das Problem ist natürlich, dass das immer spekulativ ist. Ich kann natürlich Gründe angeben, warum das möglich sein könnte, warum das möglich ist, warum das denkbar ist. Und ich kann sie auch deswegen angeben, weil es zum Beispiel so etwas wie Produktivkraftentwicklung gegeben hat, weil die Verhältnisse nicht so sind wie im 8. Jahrhundert Island, wo ich ganz andere Bedingungen hätte, wo ich eben nicht irgendwie einfach mal sagen könnte, hey, es gibt genug Möglichkeiten, dass niemand mehr hungern muss. Trotzdem ist das natürlich immer spekulativ. Du hast vollkommen recht. Also es garantiert nichts, dass es diesen Verein freier Menschen gibt. Es sieht so im Moment sogar relativ unwahrscheinlich aus, aber das kann sich ja auch immer schnell wieder ändern. So, aber es ist tatsächlich eher eine Konstitutionsbedingung von Erkenntnis. Ohne die würde ich tatsächlich sagen können auch, naja, das wird es nicht geben, es wird immer so bleiben wie jetzt. Okay, dass es so bleibt wie jetzt, ist ziemlich klar, dass es das nicht tut. Also entweder geht der Zusammenbruch, den wir seit einer Zeit beobachten, einfach irgendwie schön weiter und irgendwann kommt wieder die Barbarei, oder die Menschheit kriegt es doch noch hin, das vernünftig einzurichten und sich zu konstituieren. Oder wie Dietmar Dart sagt, es gibt sozusagen so ein Zeitfenster für die Verwirklichung der Vernunft. Entweder schaffen es die Leute ziemlich bald oder die Vernunft wird komplett überflüssig. Das Schöne an der Situation sei, entweder haben wir den Verein freier Menschen oder wir haben ihn nicht, aber dann gibt es eigentlich auch niemanden mehr, der das noch wahrnehmen kann und sich darüber ärgern. Aber sozusagen ohne diese Vorstellung, dass tatsächlich etwas ganz anderes möglich ist, wäre eben auch so etwas wie für Gerechtigkeit eintreten. Sowas, das Kleine im Kleinen, eigentlich gar nicht mehr so richtig denkbar. Weil es dann dafür eigentlich gar keine Kriterien mehr gäbe. Also, was wäre, wofür müsste ich dann eintreten? Eigentlich das Einzige, was mir dann wirklich noch bliebe, wäre sowas wie Brot für die Welt zu spenden oder so. Also sozusagen ganz unmittelbares Leid zu lindern. Nichts, was mehr auf irgendwie bessere Bedingungen in der Zukunft für alle spekuliert, sondern gucken, ein Kind in Afrika vom Verhungern retten. Und das wird dann zum Beispiel schon wieder ganz schwierig. Was ist dann das schlimmste Leid gerade? Da müsste ich dann unterscheiden, weil ich kann ja nicht allen helfen. Und dann ist es, dann begehe ich auch gleich wieder Ungerechtigkeiten. Oder um Brot für die Welt spenden zu können, wäre es natürlich besser, eine gehobene Position einzunehmen, weil ich dann mehr Geld habe. Und also, sagen wir mal, so eine Management-Karriere zu machen, wo ich dann leider ein paar Leute irgendwie weghauen muss und über Leichen gehen dafür, aber es kriegen am Ende irgendwie ein paar mehr Kinder in Afrika Brot. Das heißt, es gibt dann eigentlich überhaupt keine richtigen Kriterien mehr, weil sich alles irgendwie in den Schwanz beißt, jeweils. Oder die andere Möglichkeit ist dann eben, ich will an gar keinem Unrecht, ich will wenigstens nicht selbst noch verantwortlich sein für das Leid von anderen, wenn es das schon gibt. Ich werde sozusagen Eremit. Das hilft zwar niemandem, aber ich habe ein besseres Gewissen, also sozusagen Ultraveganismus. Und ich glaube, deswegen ist es auf eine bestimmte Art und Weise, diese Vorstellung eines Vereins freier Menschen tatsächlich mehr als eine Utopie, weil das ist nicht irgendwie ein schöner Gedanke, sondern etwas Denknotwendiges, um überhaupt Differenzen machen zu können, um überhaupt ein Verhältnis zur Welt gewinnen zu können. Also vielmehr sowas, was bei Kant eine regulative Idee heißt, aber eine, die verdammt nochmal, bitteschön, auch
einen unter Verwirklichungsdruck setzt und nicht etwas schön im Gedankenhimmel bleiben kann. Okay, dann vielen Dank für euer Erscheinen. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass die Reihe fortgesetzt wird am 12. Januar mit Roger Behrens zum Thema Stadt und Praxis, am 25.01. Axel Werger zum Thema Agrarfrage, also geht es auch um die sogenannte Dritte Welt. Am 7.02. geht es um das Thema Bildung und Emanzipation mit Stefan Müller und Janne Mender. Und am 15.02. spricht Hannes Bode über die Ideologie der Menschenrechte. Wir würden uns freuen, wenn ihr am 12. Januar dann wieder hier seid. Ja, ansonsten noch einen schönen Abend. Ja. Wer mal in Hamburg ist, kann auch gerne in die Hamburger Studienbibliothek kommen. Das ist tatsächlich, da gibt es auch tatsächlich Bücher. Werde ich immer mal gefragt, ihr habt wirklich auch Bücher? Ja, haben wir auch.